Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem bereisten Land vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um die chinesische Sonderverwaltungszone Macau. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier nicht, denn ja, die seht ihr in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm und den habe ich euch natürlich hier oben auch nochmal verlinkt. Außerdem wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und will sagen, manche Details können sich geändert haben und ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen hier in diesem Video verlassen, sondern euch auch darüber hinaus informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. So denn beginnen wir mit meinen Tipps zur Anreise. Die chinesische Sonderverwaltungszone Macau erreicht man zum Beispiel über den Macau-eigenen Flughafen oder auch von Hongkong aus mit Schnellfähren. Von dort fährt zum Beispiel die Gesellschaft Turbojet mehrmals täglich hin und her. Die Überfahrt mit bis zu 80 km/h übers Wasser dauert etwa 70 Minuten. Ein Return-Ticket kostet knapp 700 Hongkong-Dollar. Interessant dabei ist, dass die Fähren wie Flugzeuge gebordet werden. Zur Einreise nach Macau genügt der Reisepass, der doch eine Gültigkeit von 6 Monaten über die Reise hinaus haben sollte. Bei der Einreise auf dem Seeweg wird keine Arrival Card verlangt, es wird lediglich ein kleiner Zettel in den Reisepass hineingelegt, der bei der Ausreise auch wieder vorgezeigt werden muss. Land und Leute. Macau war einst eine portugiesische Kolonie und ist heute eine Sonderverwaltungszone innerhalb der VR China, auch mit dem Ziel, diese wieder in China einzugliedern. Durch die portugiesische Vergangenheit ist im öffentlichen Raum auch alles mindestens zweisprachig ausgestaltet, Chinesisch und eben Portugiesisch, an manchen Stellen zusätzlich Englisch. Die Kommunikation mit Englisch gestaltet sich aber um einiges schwieriger als im benachbarten Hongkong. Macau selbst ist nicht sonderlich groß und gliedert sich im Wesentlichen in eine Nord- und eine Südinsel, welche durch 2 große Brücken miteinander verbunden sind. Die meisten sehenswerten Punkte liegen auf der Nordinsel und sind meist nur etwa 500 Meter bis 1,8 Kilometer auseinander, sodass man, gut zu Fuß vorausgesetzt, vom Hafen aus eine große Runde an einem Tag laufen kann. Lediglich um auf die Südinsel zu gelangen, braucht man dann zwingend ein Transportmittel in Form von Auto, Bus oder Taxi. Im Gegensatz zu Hongkong ist Macau das Glücksspiel erlaubt und so bietet die Stadt eine interessante Mixtur aus Las Vegas, Portugal und China. Man trifft auf viele Casinos ebenso wie alte Bauten aus der portugiesischen Kolonialzeit. Dennoch ist auch wie in Hongkong die Stadt mit Hochbauten dicht besiedelt. Der Macanese selbst ist Touristen gegenüber auf Anfrage zwar sehr aufgeschlossen und hilfsbereit, aber man wird eigentlich nicht so ohne weiteres angesprochen, wie das zum Beispiel in Indochina der Fall ist. Da spielt natürlich auch die Sprachbarriere eine gewisse Rolle. In Macau herrscht Linksverkehr, in dem es durchaus geordnet zugeht und nicht etwa so chaotisch wie in Indochina. Es gibt keinerlei Tuk-Tuks oder ein MRT-MTR-System, sodass man am besten mit Auto, Taxi oder Bus vorankommt. Die interessanten Punkte auf der Nordinsel liegen jedoch nicht so weit auseinander, sodass man eben auch gut zu Fuß vorankommt. Es gibt viele Fußgängerampeln und auch Rolltreppen für Fußgängerüberwege, sodass man entspannt von A nach B gelangen kann. Zum Zeitpunkt meiner Reise in 2018 ist eine Brücke quer über das Perlflussdelta bereits fertiggestellt, aber noch nicht eröffnet, mittlerweile ist sie das, um mit dem Auto von Hongkong nach Macau zu gelangen. Der immense Bau führt kilometerlang über das Wasser und an einer Stelle ist das Meer sogar auch untertunnelt. Es handelt sich um eine der längsten Brückenquerungen der Welt. Macau hat ein eigenes Mobilfunknetz, für das eine SIM-Karte aus Hongkong nicht kompatibel ist. Die Netzabdeckung ist gut ausgebaut. In vielen Restaurants hat man freies Internet in Form von WLAN. Der Stadtstaat Macau hat eine eigene Währung, den Patata. Das Wertniveau bewegt sich etwa auf dem Level vom Hongkong-Dollar. Geldautomaten findet man zum Beispiel sogleich am Fähranleger oder auch im Innenstadtbereich. Zahlung mit Kreditkarte ist an vielen Stellen möglich. In Macau gibt es keine Convenience Stores wie etwa 7-Eleven und Co. Besonders im Bereich des Fährhafens sind Einkaufsgelegenheiten an der Straße rar gesät. Meist findet man kleine Supermärkte im Innenstadtbereich.
Das Klima ist in den Sommermonaten mindestens als subtropisch zu bezeichnen. Im August herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit vor, deren Temperatur noch vom Straßenverkehr und stauender Luftmassen in den engen Häuserschluchten gesteigert wird. In den Sommermonaten kann es zudem zu ausgeprägten Regenfällen kommen, die nicht selten mit Taifunen einhergehen. Zum Zeitpunkt meiner Reise in 2018 haben sich gleich zwei Taifune auf der chinesischen See gebildet, drifteten dann aber Richtung Japan ab. In 2017, als ich Taiwan im Transit über den Airport Hongkong besucht hatte, war dieser für 2 Tage geschlossen worden, weil die Wettersituation einfach zu krass war. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber bis 32 Grad und abends werden immer noch locker 25 Grad erreicht. Oft sieht ein Tag auch so aus, dass es am Morgen trocken ist, gegen Mittag, Nachmittag regnet es und abends ist es wieder trocken. Die Luftfeuchte ist zuweilen derart hoch, dass sich die Stadt in eine stetige Dunstglocke hüllt. Es ist einfach viel zu viel Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Das waren in Kürze meine Tipps für Macau. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge anders erfunden habt, falls ihr schon mal da wart. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke mit anzuklicken, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich wieder mal ein neues Video hochgeladen habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.